Willkommen noch ein letztes Mal zurück zu Singularity. Jetzt werde ich euch kurz nacheinander die beiden anderen möglichen Enden zeigen, die es mit Singularity sonst noch gegeben hat. Und zwar einmal, wie wir Demichev erschießen und einmal, wie wir Barisov erschießen. Viel Spaß damit! Ihre Wahl, Captain. Schauen wir erstmal, was passiert, wenn wir versuchen, uns selbst in der Vergangenheit zu erledigen. Mein Gott, er ist tot. Captain, Sie haben gerade den mächtigsten Mann der Welt getötet. Aber das ändert nichts. Um die Geschichte zu korrigieren, müssen Sie zurück und sich selbst daran hindern, Demichev in dem Feuer zu retten. Und ab in die Vergangenheit. Hammer 2-1, Red Fleet. Sie dringen jetzt in den Luftraum von Katorga 12 ein. Verstanden, Red Fleet. Weiter auf diesem Vektor. Geschätzte Ankunftszeit in 3 Minuten. Ich weiß nicht, wieso wir diesen Flug machen müssen. Man sieht doch sowieso nichts. Militärische Aufklärung. Was für ein Witz. Hammer 2-1, Geschwindigkeit und Flugrichtung beibehalten. Verstanden, Red Fleet. Daran kann ich mich nie satt sehen. Oh. Oh, mein Hauptcharakter realisiert gerade. Hammer 2-1, Hammer 2-1, falscher Alarm. Wiederhole, falscher Alarm. Ihre Mission wird abgeblasen. Drehen Sie um. Ha! Was hab ich dir gesagt? Hier ist doch nie was Interessantes. Stimmt's, Kamerad? Oh, Moment mal. Wieso steht hier Barisov im Wasser mit dem ZMG? Ohne Demichev hat er es zu Ruhm und Macht geschafft. Ihre Wahl, Captain. Und einmal Barisov töten, um zu gucken, was Demichev uns alles so anbietet und was tatsächlich passieren wird. Captain. Gut gemacht, Captain Renko. Ich sehe, Sie haben das Zeug zum Weltherrscher. Kanzler Demichev ist der einzige Überlebende von Katorga 12. Barisov wird aus sämtlichen Berichten gestrichen. Mit dem ZMG können Sie und Demichev die Singularität jetzt kontrollieren. Katorga 12 wird zum Angelpunkt von Demichevs letztem Schlag, um den verbleibenden Widerstand gegen seine Führung auszumerzen. Als Militärkommandant machen Sie aus Demichevs Streitkräften eine unaufhaltsame Kriegsmaschine. Sie trainieren sogar einige der Inselkreaturen für den Kampf. Sie setzen sie als erste Angriffswelle in allen großen Schlachten ein. Millionen werden zur Sklavenarbeit gezwungen. Mit der vollen Macht der Singularität und ihnen als Kopf des Militärs werden alle Widerstandsnester weltweit ausgelöscht. Bei Mir 12 gibt es zuerst Probleme. Aber mit dem ZMG auf ihrer Seite haben sie keine Chance. In den folgenden Jahren kommt es zu Spannungen bei der herrschenden Diktatur Russlands. Durch ihr Wissen über moderne Waffentechnologie und die Kontrolle über das ZMG gewinnen sie Unterstützer. Manche halten sie für mächtiger als Kanzler Demichev selbst. Demichev erkennt das und startet in den ehemaligen Vereinigten Staaten ein geheimes Waffenentwicklungsprogramm. Es gibt sogar Gerüchte, dass er ein eigenes ZMG gebaut hat. Ein Konflikt scheint unausweichlich, da die Welt sich wieder inmitten eines kalten Krieges zweier Supermächte befindet. So, meine Freunde, das waren die beiden, beziehungsweise die 4 Enden von Singularity. Jetzt habt ihr alles gesehen. Persönlich hat mir das am besten gefallen, wo natürlich ich die Weltherrschaft erreicht habe. Alleinig, ohne Demichev. Also, entweder Barisov und man selbst stirbt. Ende Nummer 1. Ende Nummer 2, man erledigt beide und ist der alleinige, sozusagen, Weltherrscher, vielleicht nicht direkt, man hat auf jeden Fall riesige Macht und hat sein eigenes Reich aufgebaut.
Drittens, man erledigt Demichev, hilft Barisov und was ist passiert? Genau das, was ich euch vorausgesagt habe bei meinen Überlegungen. Man gerät in eine unendliche Zeitschleife und immer wieder wird das Gleiche passieren. Wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Eigentlich sind wir auf der Insel mit dem Helikopter jetzt vorbeigezogen in der veränderten Zukunft oder auch Vergangenheit. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass irgendwo in einem Paralleluniversum das Gleiche immer wieder ablaufen wird. Oder man tötet Barisov und geht mit Demichev an die Weltmacht. Nach einer Weile entfernt man sich voneinander, vor allem da Demichev natürlich neidisch wird auf das ZMG. Und alles endet in einem großen Krieg. Leute, das war's zu Singularity. Diesmal war es wirklich alles. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Let's Play.